Ja. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Hallo Leute, mein Name ist Kavax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Was ist denn jetzt so witzig? Keine Ahnung. Meinst du deine kreative Pause gerade? Ja, genau, die finde ich sehr lustig. Nee, ich bin jetzt hier immer noch an der Flugstrecke am Gange. Der Lupus räumt gerade noch ein bisschen auf. Ja. Der macht gerade ja Wohnungsräumungen hier. Ja. Auf der Fläche, damit wir hier jetzt Industrie bauen können. Nein, aggressive Wohnungsräumungen genau. Wird das. Genau. Und zwar mit Bleigift, weißt du? Das wird da so ausgestreut, dass die Leute alle flüchten. Ja. Und da würde ich auch nicht wohnen wollen. Also, nee, wer will das schon? Ganzen Bleigift, das ist eklig. So. Nee, ja, dann baue ich das jetzt mal gerade. Wir waren gerade stehen geblieben, wir hatten gerade ein bisschen über Apple und Android geredet. Also ja, kann ich manchmal fragen. Apple und anderen Herstellern. Ich frage mich auch manchmal wie wir auf unsere Themen eigentlich kommen, aber. Keine Ahnung, das war jetzt total spontan und zufällig. Das ist richtig. Du hattest gerade das Thema angesprochen mit den Synchronisieren. Da bin ich ja eher so ein Freund von, auch wenn man jetzt sagen mag, okay, liegt dann aber alles auf den Google-Servern. Ja, das mag sein. Google hat eh schon alles. Also von daher kommt es auf die paar Sachen auch nicht mehr drauf an. Das ist ein gutes Argument. Ja, ist das so. Google hat eh schon. Ich benutze das zum Beispiel gerne mit diesem Apple-Share-Zeugs, also mit so einem Docs-Zeug. Da funktioniert es mit dem Terminkalender auch wunderbar. So, ja gut, da habe ich Google Docs. Benutze ich zwar eh kaum, aber... Google Docs, also da da kannst du... Also ich habe das zum Beispiel, ich habe selber ein Samsung Android Handy und da hast du halt die Funktion in deinem Kalender zu sagen, mit Google Docs synchronisieren und so hast du das halt auch auf dem PC, auf dem Tablet, überall, wo du es halt eingestellt hast. Ne? Obwohl ich muss ja sagen, ich habe Google Docs eigentlich so gut wie noch nie benutzt. Außer jetzt, wo ich halt bei einem Projekt dabei bin. Da benutzen wir es halt so gut wie jeden Tag. Ja. Weil es halt wirklich einfach ist. Ja, vor allem du hast da direkt von überall kannst du auf deine Dokumente zugreifen. Ja, jeder kann installieren. Jeder also kann reingucken, wie du etwas live änderst, etc. Also das ist halt ja, schon nicht praktisch. Nur das, du kannst live ändern. Du kannst das halt von überall machen, also ob du jetzt am Handy bist, ob du jetzt am Laptop, am PC oder sonst wo bist, du kannst immer drauf zugreifen, du brauchst nur eine Internetverbindung. Du brauchst aber nicht immer deine Dateien irgendwie auf dem USB-Stick mitbringen oder irgendwas. Du brauchst nicht sicherstellen, dass der Rechner irgendwie ein Office installiert hat. Nein. Liegt da jetzt noch die Leiche? Ja, also hoffe ich. Irgendwo. Scheiße, ich hab mich verkeilt. Ich sehe da keine Leiche. Ja, keine Ahnung, die muss ich suchen, die liegt da garantiert. Ich brauche nur einen neuen Panzer. Ja, dann viel Spaß. Ja, danke. Wo ist deiner? Ich hoffe, in meiner Tasche. Nee. Nicht? Nee, meiner ist nicht in meiner Tasche. Wo ist er denn da? Ich sehe jetzt hier keinen rumstehen. Keine Ahnung. Oh, was machst du denn mit deinen Fahrzeugen? Ach, ich glaube, ich weiß, wo der steht. Wo denn? Nee, doch nicht. Nee, keine Ahnung. Ah, nee, doch. Kann auch sein, dass er irgendwo in der Kiste liegt. Wow, jetzt ernsthaft? Ja. Warum tust du sowas in der Kiste? Ja, weil ich das Auto benutze in letzter Zeit, weil das schneller ist. Ja, du nebenbei, hier liegen auch zwei Autos in der Kiste, ne? Ja, ich weiß. Wo du doch letztens deine Autos gesucht hast. Ja, da liegt ganz viel drin. Kannst dich bedienen. So, okay, jetzt wollte ich erstmal die Schiene bauen hier. Schiene. Was brauche ich denn alles? Oh, rote brauche ich, dann kann ich doch... Nee, das mit dem Scheren finde ich halt so echt praktisch. Jo. Und das die Sache halt mit den... Ich finde die Apple-Geräte auch richtig geil. Also ich finde zum Beispiel auch mega geil, wie die es wirklich immer schaffen. Jetzt zum Beispiel mit dem neuen MacBook.
dass der so ultra flach ist, voll aus Aluminium, extrem lange Akkulaufzeit hat und auch noch richtig viel Power und das alles ohne Kühlung. Also ohne aktive Kühlung, alles passiv. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also das ist super. Das ist Wahnsinn. Genau, aber das hat halt auch einen stolzen Preis. Hm. Und ich sehe es halt einfach nicht ein, dafür so viel Asche zu bezahlen, wofür ich mir einen Gebrauchtwagen kaufen kann. Das musst du mal nicht sein. Hä, warum waren denn da Motor... Ach. Was denn? Was denn? Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum hier... Ach shit, da ist gar kein... Keine Motoren drin waren und gleich danach waren Abbauer drin, weil das hier der falsche Grabscher ist. Das erklärt einige. Grabschen? Ja, grabscht? Ja. Ja, der grabscht wieder. Wo ist denn eigentlich mein Fahrzeug? Ja, das habe ich gerade schon gesucht. Nee, ich suche gerade mein Auto. Kann es sein, dass ich das unten stehen gelassen habe? Weiß ich nicht. Ah ja, tatsächlich. Oh, bin ich so... Ja, bist du. Bin ich so blöd. Ja, ja. Lass ich das da unten stehen, ey. Jetzt muss ich da hinlaufen. Scheiße. Warum kann ich das nicht? Ach Quatsch. Ach, ich glaube, ja, wegen dem Signal. Ja. Muss ich jetzt mal gucken. So. Kupfer. Das nennen wir jetzt Kupfer. Das ist sehr weit im Norden, ne? Hä? Was? Ich nenne das jetzt Nord... Ja, das ist sehr weit im Norden. Ich nenne das jetzt Nordman. So. Was? Nordman? Ja. Okay. Nordman. Ich hoffe, dass meine Leiche da noch liegt. Unter den ganzen Aliens wäre das echt schwierig. Das kann ich dir nicht sagen. Die überhaupt zu finden. Also eigentlich müsste die doch dort liegen, oder? Keine Ahnung. Ich sehe es nicht mehr. Das ist alles verdeckt. Alles unter dem Nebel des Krieges. Das wird sowieso lustig, zwischen den ganzen toten Aliens gleich mal eine Leiche zu suchen. Ja. Viel Spaß. Danke, werde ich weißt auch. Nur, du hast, weißt, dass du nur irgendwie 15 Minuten hast oder so, ne? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg dahin. Ja, ja, dann beeil dich mal. Warum ist das denn? Was? Ich war nur verwundert, warum der Zug leer war hier. Du kannst ja gerne einen Zug mal aufs Gleis stellen. Ach, ich glaub, und dann ich weiß, warum. Zur Kupfer Nordman fahren. Da ist nämlich auch dein. Da ist nämlich auch der Angriffspunkt, wo du getötet wurdest. Ja, achso, ja, ich fahr gerade nach. Kupfer Nordman. Ja, ich fahr gerade nach Kupfer Nordost. Das ist falsch. Ja, dann muss ich den Rest halt gerade. Also du brauchst natürlich noch einen Zug, ne? Ohne Zug geht das nicht. Machst du Sachen. Also nicht der vielleicht Zug, sollten Zug wir holen, den, sondern... Vielleicht sollten wir den Zug einfach von Kupfer Nordost nehmen, weil da ist so gut wie abgebaut irgendwie. Was? Ich weiß gar nicht, ob sich da extra Zug noch lohnt. Nordost? Ui, da ist wirklich kaum noch was. Eben. Bisschen wenig. So, dann latschen wir jetzt mal runter. Es braucht so lange, bis ich da runtergelatscht bin. Oh. Demnächst nehme ich mir 5 Fahrzeuge mit, dass ich immer eins dabei habe. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal vom Panzer von Aliens getötet wurde. Ey. Das ist noch nie passiert. Das ist garantiert schon mal passiert, aber... Das war in der letzten Season. Kann vielleicht sogar sein. Ja, dann baue ich gleich erstmal... Nee, was in der letzten Season? Wie soll das denn gehen? ja, ich meine dann in der ersten Season. Das kann natürlich sein. So, Rache für Krillin. Was? So kennst du nicht. Genki Dama. Achso, kennst du doch. Klar. Ich kenne auch den Genki Dama Song. Da gab's einen Song? Ja. Okay, den kenne ich jetzt nicht. Ja, gib das mal bei YouTube ein, dann weißt du sofort, welcher gemeint ist. Muss ich nachher mal machen. Also Genki Dama Soundtrack heißt er. Okay. So. Jetzt erstmal mein ganzes Holz abladen.
Und dann baue ich jetzt nochmal irgendwie einen Zug, ne? Ich brauche Stahl und Motoren. Oder hatte ich hier nicht noch irgendwo einen Zug? Hatte ich hier noch einen Zug drin liegen? Nee. Sieht schlecht aus. Heißt, einen kann ich schon mal bauen. Dann brauche ich noch mehr Motoren. Und noch einen Zug. Und dann Was? Nein. Ja. Alles gut. Erstmal das ganze Holz hier wieder abladen. Ich habe kurz noch Holz dabei. Ich habe so viel Holz vor der Hütte. So. Ich weiß, der war nicht witzig. Nee, irgendwie nicht. Er ist alt und grau. So. So, irgendwo hier bin ich gestorben. Da. Viel Spaß beim Suchen. Da ist sie. Da ist meine Leiche. Da ist die Leiche. Da ist sie. Ach so, du bist eine sie. Was? Du bist also weiblich. Ach, scheiße. Was denn? Hast du nicht genug Platz? Doch, aber meine Bauroboter sind alle weg. Ja, wurden wahrscheinlich alle gefressen, ne? Weil die alle, nee, die hatte ich, die tue ich ja immer in den Panzer. Warum habe ich einen zweiten? Warum habe ich einen Panzer? War der vielleicht in der Tasche? Noch einer? Das würde bedeuten, dass ich zwei Panzer dabei hatte. Was für ein Blödsinn. Vielleicht ist es einer von meinen Panzern? Nein, das glaube ich nicht. Ah ja? Nee, da ist der Panzerdieb. Kann es nicht sogar sein, dass ich dir den Panzer überlassen habe, weil ich gesagt habe, ich brauche keinen mehr? Das glaube ich sogar. Das ist ja, nee, das, nein. Also, das ist jetzt meine findigen Zuschauer, bitte guckt alle Folgen durch und findet mir dieses Zitat. Guckt alle Folgen durch. Genau. Es muss irgendeine der letzten 30 Folgen gewesen sein. Also noch gar nicht so viele. So. Ja, so kann man auch zu Aufrufe generieren, ne? Guckt die Folge einfach nochmal. So. So, sehr schön. Ja. Dann kann ich jetzt ja wieder nach unten. Ja, willst du deinen Panzer dann wieder haben? Ja, okay. Jetzt nimmst du den gefälligst zurück. Nö, jetzt ist er verbraucht, verölt, verschmiert. Da ist bestimmt ganze... Der hier, den habe ich nie gebraucht, der war die ganze Zeit im Inventar. Ja, da ist bestimmt, das ist bestimmt alles verrostet, verklebt. Ja, willst du dann den die hier Sitze haben, den habe ich gerade neu gebaut. Was? Ja, das nehme ich gerne. Ja, dann nehme ich. Dann muss alles neu geschmiert werden und so. Oh, der ist sogar aufmunitioniert, ja, danke. Bitte. Ey, du willst da jetzt nicht wegfahren mit, oder? Doch. Nein. Du kannst dir mal helfen beim Feldaufbau. Hallo? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Ich wollte einfach nur die Base zurück. Oh, ja, nice. Nee, ich brauch, hast du Erz? Ja, hab ich. Förderer? Dann bau das mal. Tschüss. Ach. Ich nehme mal den Zug. Was? Hey. Ja, nee, ich stell jetzt erstmal ein. Ach, Kupferbase hast du schon eingestellt. Ja, sicher, weil ich ja gerade eigentlich abhauen wollte. Kupfer Nordman. So. Und zwar, wenn voll und Zeit 40 Sekunden. Wenn voll und Zeit. Nee, Moment. Base muss. Das hast du falsch eingestellt. Da muss leer stehen. Wenn Inventar leer oder... Ich habe gar nichts eingestellt. Ich wollte eigentlich nur mit dem Ding zur Base fahren. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, ja. Das so ist immer diese Ausrede. Ist ja schlimm mit dir. Hey, Abbauer habe ich nicht. So. Ja, dann steig ein. Bin drin. Ich hoffe, du fährst nicht manuell. Nein. Dann ist ja gut. Nimm meine Hände extra hoch, damit du das siehst. Ah, hältst du sie gerade aus dem Fenster? Ja. Ich winke dir doch, hallo. Also, hallo, tschüss, ich wink zurück. Jetzt kommen so Sicheln,
Ja, also so Messer an, am Rand, die dann ja die Hände abhacken. Ist? Handkontrolle. Kontext? Was? Handkontrolle. So, ja klar, wenn die wenn die Kontrolle, genau, wenn die Hand abgeschnitten ist, kannst du sie besser kontrollieren, weißt du? Aha. Ja, dann dachte, ist da nicht dieser lästige Arm da dran. Ne? Ach so, okay. Hui. 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 Ja, jetzt musst du doch ein paar Erzförderer sammeln und dann kannst du wieder hochfahren und den ganzen Spaß wiederholen. Wieso ich? Warum fährst du nicht hoch? Mir war so, dass ich die Strecken bauen sollte und du die Erzfelder verbaust. Das sind ja alles in den Kisten drin. Ja, wie er schon wieder ablenkt, ne? Du hast mir gerade zugehört, oder? Du hast doch gerade gehört, was ich gesagt habe, oder? Nee. Meine, das hat man so von Anfang an gesagt. Was denn? Ja, dass du die Erzfelder baust und ich die Wege dahin, also die Strecken. Aha. Aha. Macht, also macht auch Sinn, es hört sich logisch an. Weil also ich hätte das gerade. Hätte gerade nicht dafür gestimmt, beides zu machen. Was ist da ein Exosuit in der Kiste? Weil ich einen zu viel gebaut habe. Wow, GG. Ja, GG. Rau, ja. Rohstoffverschwender. Das ist noch was ganz anderes, GG. Und zwar das Game ist zu Ende. Also, das heißt. Das Game ist zu Ende. Ja, also ja, das Spiel ist vorbei, wir haben genau, das Spiel durchgespielt. Unsere Folge ist zu Ende, ja. Wir gehen jetzt nach Hause. Ja, tschüss. ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Factorio. Also bis dahin. Ciao. Tschüss.